Wollte Lucius Malfoy Harry Potter wirklich töten? Das und vieles mehr in diesem Video. Wir kennen Dobby als den Hauselfen, der der Familie Malfoy dient. Jahrelang haben sie ihn schlecht behandelt, aber er war ihr Diener. Er hatte keine andere Wahl. Doch an einem schicksalshaften Tag befreit Harry Dobby und er wird ein freier Elf. Harry befreite Dobby aus mehreren Gründen, aber der Hauptgrund für Harry war, dass er wusste, dass Dobby im Dienst der Malfoys unglücklich war. Es war kein Geheimnis, dass Dobby frei sein wollte und Harry hielt es für das Richtige, dies zu tun. Harry erfand einen raffinierten Trick, mit dem er Lucius dazu bringen wollte, Dobby ein Tagebuch zu überreichen, in dem eine Socke versteckt war, ein Geschenk in Form von Kleidung, das Dobbys Versklavung beendete. Diese Gelegenheit bot Harry auch eine sinnvolle und greifbare Möglichkeit, Dobby dafür zu danken und zu belohnen, dass er sich in Gefahr begeben hatte, um Harry zu helfen. Die Befreiung Dobbys verärgerte Lucius und die Tatsache, dass die Malfoy-Familie einen Diener verloren hatte, machte die Sache noch schlimmer. Harry konnte Dobby befreien, indem er in Riddles Tagebuch eine Socke steckte. Lucius riss daraufhin angewidert die Socke vom Buch ab und warf sie in die Luft, die Dobby dann auffing. Damit war er ein freier Elf. Lucius' Reaktion auf die Befreiung Dobbys ist absurd überzogen, zumindest im Film. Spürbar empört zuckt Lucius seinen Zauberstab und beginnt die Beschwörungsformel für einen Zauberspruch zu sprechen. Avada. Doch bevor er seinen Spruch beenden kann, schreitet Dobby ein und schaltet ihn aus. Welchen Zauber wollte Lucius also sprechen? Avada, welchen Zauberspruch kennen wir, der mit Avada beginnt? Ach ja, der tödliche Fluch. Soweit ich weiß, gibt es keinen anderen Zauberspruch, der mit Avada beginnt. Und Avada Kedavra ist nicht nur der Tötungsfluch, sondern auch einer der drei unverzeihlichen Flüche. Wollte Lucius den 12-jährigen Harry wirklich am helllichten Tag vor dem Büro des Schulleiters von Hogwarts umbringen, nur weil Dobby freigelassen worden war? Im Buch wird diese Szene natürlich anders beschrieben, da Lucius sich nur auf Harry stürzt, was viel mehr Sinn ergibt. Aber wir können natürlich nicht ignorieren, dass Lucius Malfoy in der Filmversion die Absicht zu haben schien, Harry zu ermorden. Lucius Malfoy war ein reinblütiger Zauberer, der aus einer berühmten Familie Malfoy stammte. Er war der Vater von Draco Malfoy und der Sohn von Abraxas Malfoy. Während seiner Zeit in Hogwarts war er angeblich außergewöhnlich begabt in Zaubertränken und erregte so die Aufmerksamkeit von Horace Slughorn. Obwohl Lucius viele Jahre lang ein loyaler Todesser war, liefen er und seine Familie schließlich über. Er war ein Todesser und ein nicht so toller Typ, aber ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass er dumm genug wäre, einen Tötungsfluch auf den kleinen Jungen außerhalb des Büros des Schulleiters anzuwenden. Er hat bei zahlreichen Gelegenheiten gezeigt, dass er hinterhältig und berechnet ist. Aber ist er in der Lage, ein Kind unter diesen Umständen zu ermorden? Das glaube ich nicht. Lucius Malfoy war außerdem einer der wichtigsten Todesser, die noch auf freiem Fuß waren. Da er das Ministerium davon überzeugen konnte, dass er nur Voldemort diente, während er unter dem Imperius-Fluch stand. Harry zu diesem Zeitpunkt zu töten, hätte seine Undercover-Position gefährdet. Das hätte ihn bloßgestellt und wäre außerdem eine nicht so intelligente Handlung gewesen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Lucius sein Verhalten rationalisiert, wenn er glaubt, das Ministerium irgendwie davon überzeugen zu können, dass es Dobbys Werk war und dass Dobby irgendwie dafür verantwortlich war, dass Harry mit dem Tötungsfluch belegt wurde. Eines ist jedoch unbestreitbar. Lucius hatte großen Einfluss im Ministerium und indem er diesen Einfluss nutzte, hätte er entweder behaupten können, dass er in Notwehr gehandelt hat oder dass, wie ich bereits erwähnte, Dobby verantwortlich war. Letzten Endes ist dies ein Fehler zwischen den Büchern und dem Film, bei denen der Filmemacher ein wenig zu weit gegangen ist. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.